So, wir sehen, bei dies, er zeigt manche Linien nicht an. Das sind genau diese Linien. Man sieht hier schon, wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht, er zeigt an, dass das Ganze eine Blockreferenz ist. Das heißt, alle Linien sind miteinander verbunden und deswegen kann er die nicht sofort also nicht anzeigen. Man kann aber allerdings solche Elemente sprengen. Dazu kann man im AutoCAD oder im BricsCAD einfach den Befehl Ursprung eingeben, also das sehen wir da unten links bei Befehl. Sagen wir einfach Ursprung. Jetzt sagt er unten Ursprung Objekte wählen. Jetzt wählen wir einfach großzügig diesen Bereich aus. Wenn das Ganze markiert ist, klicken wir einfach auf die Enter-Taste. Jetzt sagt er, das kann ein bisschen dauern. Sagen wir, okay, das passt. Und schon ist es erledigt. Jetzt sehen wir, wenn man die Linie anklickt, hat jedes Linienelement einzeln drin, nicht mehr als Blockreferenz, sondern als Linie. Dass man es jetzt noch richtig schön anzeigen kann, würde ich empfehlen, den Bereinig-Befehl noch drüber laufen zu lassen. Bereinig heißt einfach, er löst noch verschachtelte Elemente auf. Also gibt man einfach Bereinig ein, Enter-Taste und sagt dann jetzt alle bereinigen. Sagt man alle Elemente bereinigen und dann ist es auch erledigt. Schließen und jetzt können wir die TXF-Datei ganz normal speichern und auch wieder im XPath einlesen, dass er alles anzeigt. Also wie gesagt, es ist einfach mal kurz, wenn man eine Datei bekommt, kurz drüber gehen, schauen, sind Blockelemente drin oder Blockreferenzen drin und dann gegebenenfalls mit dem Ursprungbefehl auflösen. Genau, das war's dann schon.